Dankeschön. Ja, und das hat sich so durchgezogen. Also ich wollte als kleines Kind ja schon Finanzberater werden. Das lag aber daran, weil ich unbedingt auf dem Chefsessel von meinem Vater Platz nehmen wollte. Aber ich bin dran geblieben und bin jetzt heute hier, genau. Und deswegen eine Folie bitte weiter. Für was steht denn RKB? Risikomanagement, Kapitalaufbau und Baufinanzierung. Und im Thema Kapitalaufbau, das ist der Geldanlagebereich, dort investieren wir in Investmentfonds. Da habe ich euch heute auch einige Beispiele mitgebracht. Deswegen eine Folie weiter bitte. Hier sieht man ein Beispiel, das ist jetzt ein Depot, das noch nicht so lange läuft. Das heißt, ein bisschen mehr als ein Jahr läuft es. Es wurden 25.000 eingezahlt Euro und noch monatlich ein bisschen was dazu gespart. Und heute haben wir einen Gewinn von 7.955 Euro, was in dem Fall eine Rendite von 23,19% per anno ausmacht. Das ist jetzt natürlich ein Jahr, das sehr gut gelaufen ist. So schaut es natürlich auch nicht immer aus. Aber genau deswegen habe ich euch auch noch Beispiele mitgebracht, wo es ein bisschen längerfristig ist. Und deswegen bitte eine Folie weiter. Ein Depot, das schon 3 Jahre läuft. Hier wurden 80.000 Euro eingezahlt. Und ihr seht es an dieser so dunkelblau-schwarzen Linie, die führt leicht nach unten, während der Graph nach oben führt. Das heißt, der Kunde entnimmt hier noch monatlich Geld, weil er schon in Rente ist. Zahlt er sich hier eine kleine Rente noch parallel sozusagen aus. Und ihr seht, hier sind Schwankungen mit drin. Es geht mal unter den Einzahlungsbetrag gleich am Anfang, dann relativ schnell schon einen Gewinn zu sehen. Dann kam dieser größere Einbruch, war die Corona, das Thema Corona im März, April letzten Jahres. Und inzwischen haben wir einen Gewinn im Depot von 20.508 Euro. Macht eine Rendite von grob 8% per anno. Und die sind in der Rente und zahlen sich monatlich auch davon eine kleine Rente aus von dem Depot. Und trotzdem haben sie inzwischen mehr im Depot, als sie überhaupt angelegt haben. Dann bitte eine Folie weiter. Hier haben wir jetzt ein Depot, das schon 10 Jahre läuft. Hier hat ein Kunde Geld angelegt, einen Einmalbetrag und hat dann noch monatlich dazu gespart. Ihr seht, wir haben insgesamt einen Gewinn nach diesen 10 Jahren von 47.690 Euro. Das ist ein bisschen konservativer ausgerichtet, das Depot. Und das ist eine Wertentwicklung von 5,72% per anno. Und am Ende seht ihr, hat der Kunde auch was entnommen an Geld. Deswegen seht ihr hinten diesen Strich, der runtergeht. Was hat er damit gemacht? Er hat sich jetzt von diesem Gewinn einen Teil entnommen, um sein Haus wieder zu renovieren, wieder auf Vordermann zu bringen und sich einfach aus diesem Gewinn dann das ermöglicht. Eine Folie weiter, bitte. Dann kommen wir jetzt zu einem Beispiel, das ist ein Depot, das ebenfalls schon 10 Jahre läuft. Hier hat ein Kunde vor allem in Aktienfonds, also ein bisschen schwankungsbreitere Fonds, investiert, einen Einmalbetrag und dann noch monatlich einen ganz kleinen Betrag dazu gespart, aber nicht ja, einen kleineren Betrag, genau. Und er hat inzwischen nach diesen 10 Jahren einen Gewinn von knapp 105.000 Euro, was eine Rendite von 11% per anno ausmacht. Also da seht ihr, dass sowas auch langfristig möglich ist. Also die 23% sind nicht ganz abwegig, die wir am Anfang gesehen haben in so guten Jahren. Und wenn man in schwankungsbreitere Fonds investiert, gerade in Aktienbereiche, vielleicht noch den einen oder anderen Technologiefonds mit reinnimmt, dann sind solche Wertentwicklungen von 11% möglich. Und was macht man damit? Eine Folie weiter. Man kann den Ruhestand genießen, gerade wenn man solche Depots sich dann aufgebaut hat. Und jetzt bitte eine Folie weiter. Kommen wir zum Baufinanzierungsbereich, auch ein Steckenpferd von uns. Hier seht ihr, was machen wir denn im Baufinanzierungsbereich? Wir sorgen dafür, dass Kinder im Garten der Eltern spielen können, dass sich der Hund ausbreiten kann im Garten und man einfach ein eigenes Heim hat, eigene 4 Wände. Eine Folie weiter, bitte. Genauso ermöglichen wir dadurch Feste im eigenen Garten. Dass man einfach in seinen eigenen 4 Wänden sich den Traum vom Eigenheim ermöglichen kann und ja, auch dadurch die gewisse Lebensqualität natürlich erschafft.
Und dann wieder eine Folie weiter, bitte. Und heute habe ich euch mal so eine, ja, so unsere Top-Finanzierung, was die Zinssätze angeht, mitgebracht. Zuerst einmal der 20-jährige, die 20-jährige Festschreibung. Hier haben wir im April, das reicht von 1,09, das ist die fünftbeste Finanzierung bei 20 Jahre Festschreibung, die wir abgeschlossen haben, bis hin zu 0,82% für 20 Jahre Festschreibung. An was liegt es, dass es so Zinssatzunterschiede gibt? Das ist natürlich zum einen mal, dass die Banken immer wieder ihre Zinssätze ändern, und zum anderen gibt es einen Beleihungswert, das heißt, wie viel Finanzierungsvolumen nehme ich auf, im Gegensatz zum Wert des Hauses. Und je nachdem, wie viel Eigenkapital man deshalb dann mit einbringt bei einer Finanzierung, desto besser ist dadurch der Zins. Eine Folie weiter, bitte. Dann kommen wir zur 15-jährigen Zinsfestschreibung. Hier haben wir 0,83 bis hin zu, und das war unser Bestes, jetzt erst im Januar diesen Jahres, 0,64% bei 15-jähriger Festschreibung. Also da seht ihr, dass auch solche Zinssätze keine Ausnahmen bei uns sind, sondern sehr häufig vorkommen. Jetzt sind wir froh, dass wir natürlich so niedrige Zinsen im Baufinanzierungsbereich haben und dadurch natürlich die Finanzierung für den Kunden insgesamt sehr günstig ist. Wenn man gerade an früher denkt, wo die Zinssätze noch deutlich höher waren, 6-8% oder sogar noch mehr, dann macht es natürlich einem deutlich leichter, ein Haus auch zu kaufen. Auf der anderen Seite sind natürlich die Baupreise im Moment teurer. Dann bitte eine Folie weiter. Dann kommen wir zur 10-jährigen Zinsfestschreibung. Hier haben wir einen Zinssatz von 0,6, der fünftbeste. Und jetzt seht ihr nur 4 aufgelistet, bis hin zu 0,44 im August 2020. Also auch wieder keine Seltenheit, solche Zinssätze. Und ich habe hier jetzt keine Zinssätze von KfW oder mit dabei, sondern wirklich die reinen Darlehen bei den Banken, die hier aufgelistet sind. Und jetzt eine Folie weiter. Jetzt kommen wir nämlich zum, jetzt kommen wir zum niedrigsten jeweils vermittelten Baufinanzierungszins, den wir hatten im März 2020. 10 Jahre fest für 0,35%. Also ihr seht, solche Zinssätze sind keine Seltenheit. Es kommt immer darauf an, wie viel Eigenkapital man natürlich mitbringt. Aber da waren wir selber erstaunt, dass wir so einen Zinssatz hinbekommen haben, weil die meisten sich erst im Bereich 0,5 und 0,4 sonst abgespielt haben. Aber jetzt haben wir auch mal eine 0,3 davor gehabt. Das war letztes Jahr im März. Genau. Und eine Folie weiter, bitte. Hier seht ihr, wer wir sind, nämlich ich und mein Vater. Also wenn ihr von jemandem mitbekommt, dass er ein Haus bauen, kaufen oder aber renovieren will oder aber auch eine Immobilie an sich, also eine Wohnung kaufen möchte, dann sind wir der richtige Ansprechpartner, weil wir aus über 400 Finanzierungspartnern den passenden raussuchen und da auch ganz individuell auf die Wünsche der Kunden eingehen. Das heißt, das Thema Tilgungssatzwechsel kostenlos, dass das möglich ist, oder aber auch, dass man das Thema Sondertilgung mit reinbringt. Also standardmäßig sind bei uns 5%. Man kann aber auch 10% festlegen. Da achten wir drauf. Und warum ist das Thema Tilgungswechsel, was ich schon angesprochen habe, so wichtig? Dass man die Rate auch nach oben und nach unten setzen kann. Das heißt, wenn das Thema Nachwuchs auf dem Plan steht, dass man dann vielleicht die Rate reduzieren kann, wenn nur einer verdient. Und wenn später wieder beide arbeiten, dass man dann auch die Rate wieder hochstellen kann und somit sich insgesamt auf die Laufzeit sehr, sehr viele Zinsen spart. Und genauso ist im Geldanlagebereich, wenn ihr hört, dass man nichts mehr von der Bank an Zinsen kriegt, dann könnt ihr mich auch ins Spiel bringen. So, das war's jetzt von meiner Seite. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und falls noch Fragen sind, könnt ihr die sicherlich noch stellen.